Moin, moin ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Lessons für Programm. Am letzten Mal haben wir die Information Matrix gebaut. Ja, jetzt sind wir gerade mitten am Erforschen. Mecha Warp haben wir jetzt. Und, ach siehst du, guck mal, du brauchst ja die Dinger. Okay. Genau, und jetzt heute gucken wir mal ein bisschen was an, weil ich bemerke, Öl geht aus. Und Öl ist so eine Sache. Ja, das weiß ich alles, Kollege, aber okay. Lass mich reden. Also wir können jetzt warpen. Also wir können es noch nicht, ne? Weil wir noch keine Space Warper haben. Die müssen wir uns herstellen. Das kann man auch machen. Ich zeige euch das mal. Diese Warper, das sind die Dinger hier. Und die machen wir entweder aus diesen Graviton-Lensen, die wir auch benutzen können, um Energie von den Ressourcen zu bekommen. Oder aus den grünen Forschungsdingern. Ne? Oh, und grüne Forschung können wir noch gar nicht machen. Da müssen wir uns erstmal hier durcharbeiten. Ja. Das tausender Sachen hier. Ich werde hier auch mal ein bisschen. Mal so machen. Können wir das hier alles mal. Das kann ich immer noch machen, aber ich will jetzt erstmal so ein bisschen die Technologie nach vorne bringen. Naja, hier kommt halt auch genug an, aber auch nicht so wirklich genug. Naja. Aber hier ist alles am wubbern. Forschung läuft. Also schön. Guck jetzt mal, wir machen auch viel mehr Forschung. Immer noch weiter nach oben? Ja. Ich hole mir noch mal so ein paar Labore. Ich weiß gar nicht, ob das hinhaut mit der Vertical Construction. Und schon geht's noch ein Stück mehr. Oder noch ein Stück besser. So, und dann nochmal 25 Sekunden, dann haben wir das. Es geht jetzt alles. Danach haben wir hier das, hier Plane Smelting. Nee, Wave Function Interference. Und damit macht man dann so ein. Auch wieder so ein neues Produkt. So ein sogenannte, ich glaube, irgendwelche Planar-Dinger. Naja, werden wir sehen. Und. Fertig. So, hier geht's auch 2 Minuten. Und jetzt gehen wir mal, genau, Research, Energy, Chill, dies, das. So. Danach versuchen wir mal hier direkt mal den Quantum-Chip. Und. Dann fangen wir an mit dem Plane Filter. Um hier noch was. Quantum Printing können wir dann auch machen. Hätten wir denn die Mark III Maschinen, aber die sind natürlich sehr cool. Aber im Endeffekt leider auch das Problem, dass die Rezepte dann halt nicht mehr so passen. Ne? Also die Zeiten in diesem Rezept. Genau. Aber hier so, das ist alles. Crystal Explosive Unit, das ist auch was. By introducing resonance of Casimir-Kristallen, das ist natürlich auch wieder so, ne? Scheint auch eine krasse DPS-Maschine zu sein. Range Matter, oh, das haben wir schon unlocked. Okay. Gravitational Wave Refraction. Oh, Graviton-Lensen können wir tatsächlich machen. Können wir die Dinger bauen. Plasma-Turrets und was weiß ich hier, Gravity-Missiles. Das sind so die besten Missiles. Ne? Das ist ziemlich krass. Ach ja, guck mal, und da brauchen wir dann halt dieses neue Casimir-Kristall-Ding. Und im Endeffekt bist du dann später nur noch von Sonnensystem, Sonnensystem, machst da deine Planeten fertig, droppst da deine ganzen Mining-Operations, Energy-Shield, ein bisschen Verteidigung und next. Und dann wird alles halt so solchen Schmelzwelten dann gebracht. Brauchst deine Dyson Sphere und so weiter. Okay, haben wir das hier oben? Das bauen wir hier oben, das bauen wir erstmal nicht. Weil wenn wir das Ding haben, ich würde jetzt erstmal nochmal Strange Matter und diese Graviton Lenses bauen. Aber theoretisch kann ich das dann auch entqueuen. Ja,
das nicht. Danach die Gravity Matrix. Genau. Dann haben wir hier nämlich erstmal alles an das Ding hier. Das kostet ja nichts. Das kommt mal mit dazu. Okay, da haben wir jetzt erstmal ein bisschen was. Danach kann ich dann. Ja, aber. Ja, genau. Jetzt haben wir das hier. Nennt sich Plane Filter und machen wir aus Kasimir-Kristallen. Und Titanglas. Und diese Kasimir-Kristalle, stimmt, die kannst du finden oder auch herstellen. Das ist ein Pain. Korvette, die können wir auch nochmal machen. Haben wir hier erstmal so weit. Weit so gut. Mehr brauche ich denn hier erstmal nicht. Ja, vielleicht noch hier diesen ganzen. Das war Shit. Okay. Aber das geht jetzt recht schnell. Wir checken mal kurz, was haben wir jetzt bekommen? Diese Dinger hier. Kasimir-Kristall. Und Kasimir-Kristall. Einmal kann man es hier advanced machen, dann nehmen wir es aus diesen von Grating Crystals und einmal quasi das normale Rezept. Das kennt ihr, ne? Manchmal gibt es halt diese Sonderressourcen. So, und hier brauchen wir Graphene, Hydrogen und ein Titankristall, diese Dinge. Und dann machen wir die. Und aus diesen Dingern machen wir dann die. Aus Titanglas und diesen Kristall. Und dann lockt der Lachs. Ne? Irgendwie so. Okay. Super Alloy Ammo Box. Jetzt will ich nicht alles haben. Okay. Tja, aber da sind wir noch nicht. Diese Lenses, das sind die Dinger, damit kann man halt aus diesen Lenses könnte ich diese Warper machen. Was natürlich nicht schlecht ist. Okay, wir gehen jetzt erstmal durch. Wir sind jetzt hier 7. Kann ich noch was? Irgendwie. Plasma Turret? Nee. Und hier haben wir Gravity Missile, das kann ich nicht machen. Und nach der Corvette kann ich das hier schon machen. Destroyer kann ich auch noch nicht machen. Aber Antimatter geht auch nicht. Okay, also wenn wir das hier fertig haben, dann Plasma Turret noch, ne? Und dann haben wir hier. Und zack. So, dann, wenn wir das fertig haben. Jetzt haben wir den Quantum Chip erforscht. Der Quantum Chip, der ist jetzt quasi für der, also der erweiterte Prozessor. Da nimmst du, der besteht auch aus dem Prozessor und diesem Plane Filter. Na, und ihr wisst schon, Plane Filter aus Kasimir-Kristallen. Also hast du wieder eine riesige Forschungsgeschichte hier am an Hacken. Ne? Alles nicht so geil. So, wir fliegen jetzt hier nochmal ein bisschen rum. Oh, was ist hier los? Lass mich raten. Die Motoren fehlen. Ach nee. Ja, Motoren fehlen. Warum fehlen Motoren? Obwohl, hier sieht es gut aus. Ist schon mal schön. Hier passiert ja gar nichts. Ach, auch weil Graphene voll ist. Carbon Nanotubes ist voll. Das ist schön, dass das so ist. Das ist tatsächlich schön. Okay, jetzt ein bisschen was hat sich da also erledigt. Was haben wir hier? Auch alles voll. Wasser ist da. Öl, Stein. Aber hier fehlt doch noch was, oder? Fehlt Refined Oil. Wo kommt Refined Oil her? Hier. Und was fehlt da? Das Hydrogen kann ich. Hier haben wir das Hydrogen. Und das muss eigentlich verbrannt werden oder sonst was. Shit, shit, shit. Warte mal. Haben wir hier noch was? Ja, hier können wir Hydrogen nochmal reinpacken. Und ich wundere mich. Okay. Ah, jetzt geht das ja mal ein bisschen fixer. Solche kleinen Sachen habe ich natürlich ein bisschen verplant. Aber das wird jetzt auch nicht unbedingt abgeholt. Dann müssen wir vielleicht nochmal verbrennen, beziehungsweise nicht wirklich, weil die neuen Kasimir-Kristalle. Brauchen ja Hydrogen. Extrem. Ein Filter. So, aber dazu brauchen wir die Polarmagneten und die haben wir noch nicht. Ich kann jetzt noch gar nicht ins nächste Universum. Ja,
Brauchen wir Level 4, haben wir noch nicht. Siehst du, das ist nochmal eine Sache, die wir nochmal machen müssen. Zack. Das wäre was hier unter Upgrades. Oben, dann gehen wir hier in die Universe Exploration rein. Wenn wir das haben, kann ich hier was machen. Nee, grün. Aber okay. Als nächstes haben wir auch noch den Assembler. Nicht, dass wir den bauen könnten, weil dafür brauchen wir Quantum Chips, ne? Ja. So, dieses Graphene-Ding, das kann ich, glaube ich, dann wegbringen. Weil wir haben ja eine etwas andere Graphene-Geschichte hier am Laufen. Wie sieht es hier eigentlich so aus mit Ethereum? Ist auch voll. Sehr schön. Das hier nehme ich mal. Ein bisschen Graphene fließt hier irgendwie noch rein. Weil es noch ein bisschen Acid gibt, aber auch nicht mehr viel. Wenn das alles weg ist. Gut, dann mal weiter. Quantum Printing. Ah, gucken wir uns auch mal an. Ne? Da haben wir jetzt den hier, den blauen. Und ihr seht, wir brauchen Quantum Chips, diese Dinger und den. Haben wir alles noch nicht. Aber wir haben 150% Speed. Was wir auch haben, ist dieser Planesmelter. Der braucht diese Unipolarmagneten. Die kriegst du eigentlich bei schwarzen Löchern oder Neutronensternen. In dem System auf jeden Fall. Dann hast du hier diesen Planefilter, diese Dinger da, wie heißen die? So mal, ne? Irgendwelche Name. Diese Einzelteile. Ich hab's gleich. Da. Frame Material, genau. Und die machen wir wieder aus den Tubes, Silizium und also es ist. Du brauchst auf jeden Fall viel. Was wir auch brauchen, ist, glaube ich, mal einen neuen Prozessor-Build. Ja. Weil das wird jetzt hier alles ein bisschen schwierig. So, ist hier noch irgendwas drin? Gehe ich danach aus. Hier haben wir noch sehr viel Stein. Weiß ich gar nicht, was wir damit machen. Kohle ist hier drin. Eisen? Wo kommt denn hier Eisen her im Supply? Das kommt mal weg hier. Clear. Machen wir mal Steindinger hier rein im Supply. Vielleicht, ne? Und irgendwann ist das denn leer. So. Glaube, ich werde jetzt hier nochmal ganz kurz so ein Bild darauf packen. Buildings, das hier. Collect all, ne? Nimm mir den Scheiß weg. So. Was wir hier nicht alles haben. So. Okay, als nächstes wahrscheinlich ein Prozessorbild. Der hier muss irgendwie weg. Gucken wir mal, was wir für einen haben. Wir haben auf jeden Fall Prozessoren, brauchst du halt ohne Ende. 18,75 pro Sekunde oder hier mit Proliferator 8,6. Haben wir vorher noch? Ah, das waren 3 pro Sekunde. Uff. 8,6 pro Sekunde ist ja schon mal ein bisschen besser. Wenn wir den hier mal so droppen, das passt ja alles. Supply, Supply, Supply. Mal leer machen.
War klar, dass das irgendwann nicht mehr ausreichen wird, ne? Was machen wir gerade? Ah, die neuen Dinger da. Aber die kann ich denn noch gar nicht bauen, ne? Die neuen Chemical Hubs hier. Na? Okay, das ist jetzt schon mal weg. Neue Prozessoren kommen zwar noch, aber... Auch so krass, was du alles brauchst, ne? Diese Dinger, diese mikrokristallinen Komponenten, dann die Dinger. Danach brauchst du, also schon krass, also ich muss echt sagen, die haben sich echt Gedanken gemacht, ne? Finde ich einmal sehr cool. So, jetzt wird das hier alles ein bisschen weniger. 50%, dass hier nochmal ein bisschen was wegkommt. Joa, Eisen. Hier. Noch eine Menge Kupfer. Ein Prozent Minload, ne? Dann könnt ihr das hier alles perfekt 156. Mir ist wichtig, dass das hier alles auf Null runtergeht, ne? 6. Okay. Gut. Okay, irgendwie werden mir hier Sachen auch immer noch gegeben, was auch ganz geil ist. Aber hier diese ganzen Thermal Power Plants, das brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr. Brauche ich nicht. Was haben wir hier für ein Problem? Hier hängt's. Nein, nicht genug. Ich nehme an, Lila. Lila bewegt sich nicht mehr, weil nicht genug. Piratenöl oder sowas. Prozessoren, ach ja, stimmt. Hätte ich ja natürlich ganz vergessen. Ja, das ist ja auch alles. Dann könnte man auch mal kurz. Schön. Hier wird dann... Das ist ganz cool, dass das hier so ein bisschen angeglichen wird. Gut. So, dann... Ja, das ist hier. Hier ist mal wieder so ein Spaceship. Okay. Das war hier... Oder, nee. Denn das hier, Remote. Guck mal, hier haben wir auch noch mal welche, da können wir auch noch mal ein bisschen Eisen holen. Remote Demand. Was ist immer so passiert? Je mehr Eisen, desto besser. Nicht wahr? Und Deuterium. Okay. Das war ja nicht Sinn, da hinten ist der Prozessorbild, das war Sinn. Dann mal so. Okay, jetzt ist hier alles auf Null. Warte. Ich nehme an, jetzt wird hier auch viel abgeholt. Und jetzt gehen wir hier in den nächsten Prozessorbild rein. Hier die 8,6, das ist das, was wir uns leisten können. Das kommt weg. Also. Aber Prozessoren. Raycoder brauchen wir auch mal wieder ein paar. Wo haben wir sie? Machen wir so 50. Und
Genau, hier haben wir die Planetary Logistics. Natürlich ist alles da rein. Delizium auch. Oha, die Jungs drehen richtig auf. Dann, die sind ja gar nicht, was los ist. Müssen wir hier hinstellen. Es geht inzwischen auch schon recht schnell mit, sag ich mal, den hauseigenen Bots. Ne? Und je mehr du halt quasi forschst, desto schneller werden die. Ne? Und so weiter und so fort. Cool. So, hier würde ich vielleicht sogar ein anderes Proliferating nehmen. Hier. Ja, und bald ist hoffentlich das andere da drin. Und dann gibt es nämlich noch mal ein bisschen besseren. Warum wir das Zweier haben, wahrscheinlich weil er, ne, weil der Blueprint so darauf basiert ist. Die 10. Oh, one available route, one route out of range. Great. Dann macht den normalen. Mach so. Jetzt sieht es aber ganz gut aus, ne? Wird gemacht. Und rein die Prozessoren. Sehr schön. Ist natürlich auch nur wieder so ein Bild, ne, wo man dann halt zwar nur so temporär hat. Jetzt geht's aber rund, ne? Mit den Dingern hier. Ich finde das cool, muss ich echt sagen. Das ist eine coole Sache, dass das hier so über einen Planeten geht und für so eine kleine Sache, dass du da nicht immer so eine komplette Station für brauchst. Ne? Proliferated, sehr, sehr geil. Das dann eben da hinten auch nochmal rein. Wenn die laufen, dann hat man irgendwann hier auch die etwas besseren. Was ist das? Geht hier oben einer oder was? Mal einen hingebaut. Weiß ja nie. Fehlt auch noch ein bisschen was. Okay. Gut, next up brauchen wir mal Strange Matter. Und das ist quasi, ja, wenn wir uns das mal angucken, dieses Strange Matter, es fängt halt an mit diesem Plasma Exciter, glaube ich. Obwohl, na, dieser Particle Container ist das Ding und der basiert so ein bisschen auf diesen Turbinen. Und nach diesem Particle Container gibt es halt dieses Strange Matter, das basiert dann einfach nochmal auf Particle Container. Das finde ich ganz cool, Eis und Deuterium. Und wenn wir das haben, mit Strange Matter, dann können wir uns hier langsam auch um die Dinger, Graviton Lenses kümmern. Wenn wir die haben, ja, dann haben wir Grün. Kohle ist hier auf jeden Fall so der Punkt. Und wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Oil. Kann ich jetzt hier neue Sachen bauen? Nee, kann ich nicht. Also ich könnte schon, aber mir fehlen halt diese ganzen Quantum-Chips und was nicht alles. Kasimir-Kristalle, das muss ich alles mal angehen. Deswegen als nächstes Strange Matter.
Gehen wir mal hier auf Immediate. Spiniform, nö. Deuterium haben wir. Hier haben wir sogar Quantum Chips. Range Matter. Und das sind jetzt hier, ne? Aber davon fehlen, also wir könnten davon tatsächlich bauen. Jetzt fehlen aber diese 60, ihr seht es oben, 60 guten Assembler-Maschinen. Deswegen, ne, gehen wir hier mal kurz rein. Graviton Lenses. Strange Matter. Bist du hier? Bist du schön? Die Dinger, diese Builds brauchen auch immer mehr Platz, ehrlich. Wo können wir denn droppen? Also hier könnte man mal das Wasser wegmachen, ne? Fehlt mir natürlich aber wieder Soil. Diese Builds, ne? Unglaublich groß. Hier wäre noch viel Luft. Ja. Kann ich alles nicht mitnehmen. Ja, ich glaube, ich muss halt übelst viel von dem Dings hier mitnehmen. Mal auf einem anderen Planeten fliegen. Hier irgendwie 15.000 von diesen Dingern. Und dann machen wir mal. Wir brauchen leider sehr viel. Nee. Ja, so, Algenubi 2. Und ihr merkt schon, ich habe jetzt unten ordentlich Gigajoule, ne? Ich gehe hier auf 2.000 hoch. Jetzt sind wir hier aber auch schon recht schnell am Start. Hier haben wir nochmal Silizium, Titanium, alles gut. So, jetzt nehme ich, gehe ich hier rauf, nehme hier das. Ja, und jetzt mache ich hier sozusagen einmal rum. Ja, ein bisschen Säule, alles so, wo ein bisschen Erhebungen sind. Schon. Da gibt es halt auch so richtige Berge. Vielleicht, ja. Lack of Item. Okay, krass. Aber mal 15.000 Foundations durchgeflogen. Hier landet irgendwie auch nichts mehr, ne? Wie sieht's hier aus? Local Demand. Remote Supply 1. Remote Supply 2. Überleg, ob ich vielleicht nochmal einen zweiten, dritten baue hier. Es geht schon ab hier, ne, mit den Dingern. So, hier, hau mal rein. Local Demand, Remote Supply. Was wir machen? Oh, wer hätte das gedacht? Power off, einer Charge. Mehr Eisen ist auch gut. Okay. Back to the other planet. Das ist jetzt schon mal ein ganz anderer Schnack hier, ne? Crew Speed geht einfach hoch. Wir sind auch ziemlich in der Nähe. Abgerutscht.
Ein paar Wetten und so, das würde ich auch nochmal bauen, weil da weiß ich nämlich auch nicht, wie das alles aussieht. Hä? Wie bin ich denn dort vorbei? Ich kann hier drauf landen. Okay. Lass mich raten, ist Öl das Problem? Ne, Öl ist nicht das Problem. Ach ja. Prozessor sind das Problem. Wie viel braucht das Ding eigentlich an Prozessoren, wenn ich mal so gucke? Bei alle 10 Sekunden, also durch 10, 0,2 pro Sekunde. Und wie viel haben wir hiervon stehen? Ja, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 mal 0,2 pro Sekunde sind 2,6. 4, knapp 5. Hier so aus. Magnetringe sind safe. Graviton Matrix. Auch fertig. Sehr schön. Und jetzt haben wir natürlich im Prinzip alle, ne? Wenn wir jetzt hier mal unter Items gucken, haben wir jetzt hier die grüne. Und die machen wir halt aus Quantum Chips und diesen Graviton Lenses. Nicht recht, ne? Seht ihr hier. Ist eigentlich recht entspannt. Dazu brauchen wir aber die Graviton Lenses, dazu brauchen wir Strange Matter und Strange Matter, da wollen wir gerade ran. Lass das hier mal angucken. So, dafür brauchen wir jetzt natürlich erstmal wieder sehr viel Foundations. Hier im. Es geht hier schon ganz schön runter hier. Okay. Wir brauchen Foundations und das war eigentlich dahin. Ah, ich hatte hier noch die 5000. Ah, shit. So, dann gehen wir jetzt mal kurz auf den Planeten. Machen wir nieder aus, machen hier mal schön Intermediate. Ja, das war auch nochmal wichtig. Und da wollen wir diese Strange Matter, das haben wir hier. Unter dem hier, glaube ich, ne? Ja. Oder? Wo war denn das? Hier war die Mall, hier. Ja, ich glaube, hier war das. Wie konnte man hier nochmal hin? Okay. So. Wir könnten jetzt hier durchaus ein bisschen was fertig machen. Gelb läuft gut. Das hier nicht. Also ist halt fertig und voll. Okay, probieren wir es mal. Mal sagt hier so vielleicht. Not enough soil pile. Ja, wir haben hier ein bisschen soil pile.
so die Welt, ne? Okay, probieren wir es mal. Wollte ich das? Ach ne, eigentlich wollte ich es ja hier so droppen, ne? Hier haben wir schon. Ist das so weit? Ich mach mal schnell hier auf 1. Jetzt vielleicht. Das ist eigentlich, gefühlt das Hauptding, was du am Ende machst, irgendwie Platz suchen. Hier Miniature Particle Collider. Ach du Kacke. 32 Miniature Particle Collider. Was brauchen wir? Oh, sag nicht, ich brauche irgendeine Scheiße von den Quantum-Dings hier oder was. Wir haben so Planetary Shield, Miniature Particle. Oh. Da hinten, ihr seht's hier. Prozessoren, Graphene, Frame Materials brauche ich. Oh, die Quote ist fertig. Okay, also. You've unlocked warship to fight against dark fog in space. Corvette is a small warship. It attacks with EM weapons and is very powerful in long-range combat. So, ich brauche jetzt mal Frame Material. 9,6 Sekunden. Das muss ich auch noch mal droppen. Das hier haben droppen? Oh, ein Glück. So, was brauchen wir denn hier alles? Einfach diese Battle Bases hier hin. Mal ein bisschen was passiert. Bei Frame Materials, das ist im Endeffekt, brauchst du die halt für später für diese kleinen Raumschiffe, die dann halt die Dysons wir bauen. Aber offensichtlich halt auch noch für diese ganze andere Kram. Und vor allem brauchen wir hier 453. Den Welt. So. Oh, noch was? Nee, ne? Logistikbot, Logistikbot. Oh, das geht fix hier. Zack, zack, zack. So, und damit hätten wir das. So, fertig. Jetzt kommt das hier rein. Und dann hoffentlich mit ein bisschen Frame Materials gebaut. Ja, die brauchen. Das haben wir nämlich. Das wusste ich, dass wir das alles schon haben. Jetzt mal los, wa? Alles da. Proliferated. One. Ah ja, wird nicht. Okay. Irgendwann dann schon. Wenn wir dann, siehst du, das können wir als nächstes mal machen. Diese Drohnen. Distribution Range ist wichtig. Und das ist auch wichtig. So, alles klar. Und jetzt machen wir das hier nochmal fertig. Gab es ein bisschen Zollpeil.
geil, dass das irgendwie hier hinhaut. Okay. Die Dinger brauchen extrem viel Strom, diese Miniature Particle Collider. Damit kannst du übrigens auch Deuterium mit einem anderen Rezept machen. Was ziemlich cool ist. Aber damit wir die überhaupt bauen, brauche ich es jetzt mal. Ne, die Dinger müssen wir jetzt mal der Mall hinzufügen. Das tun wir jetzt natürlich. Wo ist die Mall? Da. Perfekt. So. Recipe Buildings Miniature von diesen Dingern. Und die brauchen halt 5. Ja, das ist natürlich extrem viel. Gucken mal ganz kurz, was wir hier alles. Ja, Quantum Chips brauchen wir zum Glück noch nicht. Gut, na denn. Titanium Frame, Graphene Prozessoren. Fangen mal an. Als erstes kommt wohl die Prozessoren. Prozessoren, dann als nächstes die super Dinger hier. Ja, Griffin kommt danach, okay. Danach eine Griffin. Jetzt nur noch Prozessoren, Frame Material. Warte mal, ne, was haben wir jetzt hier? Ne, Prozessoren haben wir jetzt noch Frame Material und Titanic Alloy. So, Frame Material, jetzt mal hier das Alloy. Was kann ich hier so machen? So wild machen eigentlich. Nächste wäre dann halt Frame Material, ne? Ja. So, perfekt. Dann machen wir jetzt hier nochmal diese Dinger. Und hier hinten müssen wir natürlich entsprechend das Frame Material einmal in eins dieser, ne, Hubs hier reinbringen. Ne, 1, 2, 3, Frame Materials und 4. Wo sind die Dinger hier? Und wie immer, einmal hier raus. Ich brauche mal so ein paar Logistikbots wieder. No even provide current collect. Wieso haben wir denn hier keinen Logistikbot? Wieso werden die denn nicht gebaut? Hier hinten, was fehlt denn da? Ach, diese Engines. Ich glaube, das ist das Problem. Engines werden auch noch nicht gebaut, ne? Hm. Das funktioniert jetzt. Boah. Das ist Wahnsinn, ne? Wir brauchen ein so ein Ding. 20, 20, 25. Dieses. Eins ist da. Ja, wie hoch stecken die? So viel brauchen wir von denen nicht. Aber man kann auf jeden Fall mal zwei machen, ne? Auch.
Piep. Das schon eine Ione. Eigentlich denn auch jetzt eigentlich weiter? 10 Minuten. Okay, irgendwie haben wir hier ein Problem wieder. Was haben wir für ein Problem? Lila ist das Problem. Lila geht nicht wegen Prozessoren. Over. Ich nehme an, wegen den Prozessoren. Und ich muss auch sagen, dieser Hive hier, ne, der wird mir jetzt ja auch noch ein bisschen... bisschen eng hier in dem Ganzen. Müsste man mal irgendwann gucken. Hier ist Space Fleet. Fleet, Ground, Space. Ah, 4 Stück. Irre. Kannst du hier Fleet Type? Okay. Vision Drones. Die normalen Drones. Hm. Eine Kacke. So, hast du ein Problem hier mit Prozessoren, ja. Was ist denn da los, Alter? Oh, ein bisschen mehr Prozessor. Soll ich das irgendwie zweimal bauen oder so? Oder haben wir da ein Problem mit? Ich guck mal. Oder so. Weil ich meine, es wird natürlich jetzt schon ein bisschen mehr. Ich meine, ne, wenn wir den Planeten hier sozusagen quasi richtig ausbeuten, wenn du mal guckst, ne, wir gucken noch so ein bisschen Kupfer, ein bisschen Eisen. Ja, ich guck mal hier. Ja, guck mal, das ist das Problem. Aber wenn wir eine Kupferschmelze checken mal kurz, nicht die Meister, sondern die Production im Algenobi-System. Also, Production 850, ja, Consumption okay. Brauchen wir mehr Kupfer. Melzen. Das ist ein Problem. Wie geht das denn hier alles? Genau, das können wir hier mal wegnehmen. Eine Schmelze. Nehmen wir einfach mal ein Early Game. Okay. Gucken wir es aber hier. Oh, Planetary Logistic fehlt mir. Interessant. Haben wir ja zum Glück hier. Look at this. Da kommt kaum was rein. Also müssen wir noch mal ein bisschen mehr. Wie viel haben wir eigentlich auf dem hier? Genug wie 2, aber da ein bisschen Kupfer. 1 Million, kannst vergessen. Hier auf dem hier 21 Millionen. Hm, da haben wir natürlich übelst viel. Übelst viel Sachen. Den müssen wir uns wahrscheinlich als nächstes mal reinballern. Aber dazu wollen wir erstmal hier nochmal ein bisschen mehr gucken. Offensichtlich, also ich weiß gar nicht, haben wir hier, wie viel Kupfer haben wir denn hier noch? 442.000. Müssen wir mal gucken, ob wir auch diese 442.000 hier. Aber das Ding hier sind gar nicht ange. Hier. Da haben wir hier noch einen Slot, perfekt. Boah, Supply, na dann. Perfekt. Na, da freue ich mich natürlich schon, wenn es dann irgendwann mal die besseren gibt. Nicht die Plane Smelter, sondern halt, ne, dieses, wo ich das einfach nur auf so einen Links droppe. Aber da sind wir, stehen wir auch kurz davor, Leute. Kurz davor.
Okay, aber jetzt wollen wir jetzt mal ein bisschen angehen. Wir haben Schmelzen, 297.000. Ich glaube, der Rest. Jetzt mal hier so ein bisschen gucke. Crude Oil. Da oben haben wir nochmal 6.000. Das ist nichts. Hier haben wir nochmal 110.000. Geht aber auch da rein. Haben wir 26.000. Ich glaube, das ist es dann auch schon, ne? Sollte zumindest sich prozessormäßig ein bisschen was tun. Ja, Graphene auch voll. Nee. Ah. Ich weiß schon, was ist Hydrogen? Hydrogen. Was werden die gemacht eigentlich in einem Händler? Oh, Kasimir-Kristalle, ne? Oh, ey, was mache ich denn mit dem ganzen Hydrogen zum... Ich müsste eigentlich mal das einfach bei uns in den Dingern verbrennen, ne? In den Kraftwerken. Müssen wir auch noch haben irgendwo. Hier. Dann sage ich einfach mal clear. Einfach Hydrogen. Demand. Strange matter. Incredible how it warps the surrounding space. Maybe it's what we've been looking for. Okay. Hier kommt aber einiges rein. Wird tatsächlich eine Zeit dauern, ne? Was denn da ist. Ich nehme an, jetzt geht's halt auch erst weiter mit. Hier, ach. Guck, ach, jetzt wurde hier der erste schon Strange Matter und so weiter. Okay. 30 brauchen wir noch. Gucken, wie viel wir inzwischen gebaut haben. Oha, ne? Ich glaube, dann wird es hier nämlich auch bald mal ein bisschen... Das geht jetzt hier auch schon krass runter. Und dadurch, dass es hier so ein Zweifacher ist, ne? Noch mal ein bisschen mehr verbrannt. Schon, wird hier schon was von? Ah ne, hier sind noch die Führrods drin. Okay. Aber es wird ein bisschen mehr gemacht. Okay, jetzt funktioniert das wieder. Sehr, sehr gut. Strange Matter funktioniert auch. So, und jetzt können wir die eigentlich Graviton Lenses bauen. Gucken wir uns mal an, ne? Was brauchen wir hier? Ist eigentlich easy, ne? Du brauchst halt Hydrogen, die Dinger und ein bisschen Eisen. Das machst du hier alles rein. In diesen Particle Collider kriegst du halt Strange Matter. Nicht die Welt hier. Vor allem auch schön proliferated. Sehr, sehr gut. Oh, guck an. Ist das doch. Ach, das ist ein Ethereum. Was brauchen wir dafür? Oha. Dachte mir das schon. Kurz mal reinchecken.
Und vielleicht wird gerade letzte Minute. Production. Letzte Stunde. Sehen. Werden das Zeug ja jetzt auch gar nicht so viel benötigen. Von daher, okay. So, der hier, auch wieder irgendein Problem. Was ist es? Prozessoren, aber da kommen immerhin ins 300 rein. Okay. Leute, wir haben heute wieder ein bisschen was gemacht. Strange Matter to pop. Jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen wieder. Plasma-Turrets und so, was wir eigentlich nicht brauchen. Und Sulfuric Acid läuft jetzt auch. Wo habe ich eigentlich... Also mein Deuterium, das müsste ja... Mit diesen Fractionadern, das müsste ja auch irgendwo nochmal durchlaufen. Checken. Na, wo die. Ist das hier? Nee. Da steht schon wieder alles. Das Ding hier. Guck mal. Ist auch genug da. Ja. Ich glaube, das passt. Ich muss jetzt hier nur einfach mal hinlaufen, hier der ganze Plan. Geht hier schon ganz schön rein. Wie viel braucht denn so ein... Wie viel war es? 10 Deuterium. Okay, und wir haben natürlich sehr viel von denen. Aber wir haben jetzt auch eine Menge Strange mit. Okay, Leute, an der Stelle, vielen Dank fürs Einschalten. Ne? Ja, so langsam nähert sich hier das Eichhörnchen. Wir kommen voran, wir kommen voran. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Freitag. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.